Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, wie letztes Mal angedroht, gehen wir wieder dahin, wo es kalt ist. Wir müssen ordentlich Schneebären sammeln, auf dass wir Schneebären-Shakes machen können, damit wir endlich hier genügend Brightcore einsammeln können. Was auf jeden Fall heute möglich ist, denke ich zumindest. Ach, Charlie kommt hinterher, das ist super. Dass wir die Werkbank upgraden. Dafür haben wir genügend Brightcore gesammelt gehabt. Ich hoffe, Kupfer ist ordentlich am Produzieren. Und sobald wir zurückkommen, schauen wir mal, dass das auch läuft. Schwert habe ich ausgerüstet und mein Greifer auch. Kann ich damit eigentlich... Nein, nicht werfen. Nein, Fackel. Ach, das habe ich nach 23 Episoden fast immer noch nicht drauf. Ui, das ist doch viel besser zum Bewegen. Wir brauchen auf jeden Fall für die Schneebären-Shakes auch ganz viel Muku-Saft. Deswegen müssen wir alle streicheln, die wir sehen. Da hinten Dackelglocken-Wolf rum. Da brauchen wir ein bisschen diplomatisches Feingefühl. Deswegen nehme ich mein Schwert raus. Wir können nämlich dank einem hilfreichen Tipp... Weiß ich das jetzt auch wieder. Wir können die Knochen von den Kollegen hier einfach in den Biomasse-Generator, in Ermangelung des richtigen Worts, das fällt mir gerade nicht ein, können wir in den Biomasse-Generator werfen und kriegen ganz viel Biomasse raus. Und das ist nämlich das, was wir brauchen für die Fahrzeuge. Dann können wir auch mal hier schön das Größere machen. Jetzt auf jeden Fall erstmal hier jeden Wolf auf die Schnauze hauen, den wir sehen. Das Fleisch ist auch nicht schlecht, da braucht man auch unbedingt Nachschub. Ja. Au! Ein bisschen weh. Hey, ich weich doch aus. Ich habe gerade ganz frisch neue Tastatur-Switches installiert. Und die sind noch ein bisschen komisch. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen komisch, aber die sind jetzt komplett leise. Kann es leider nicht demonstrieren mit dem Mikro. Das wird erstens... Mikroseitig werden ein bisschen Störgeräusche rausgehalten und dann habe ich noch Nvidia Broadcast rüberlaufen, damit man garantiert nichts hört. Allein wegen meinen Kaninchen, die hier im Hintergrund gerne mal an ihrem Käfig nagen. In einem doch relativ großen Käfig. Aber den kann man ja auffressen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Sind es nochmal zwei Wölfe? Warum kommen die denn heute alle im Doppelpack? Finde ich nicht schlecht. Braucht man. Und die machen so wenig Schaden, da müssen wir praktisch nicht ausweichen. So, Charlie, mit deiner Hilfe haben wir es geschafft. Achso, Knochen. Mist. Haben wir wieder Mist erzählt. Knochen kriegt man ja von Skeletten. Na naja, egal, die Krallen können wir bestimmt auch reintun. So, die Spinnilein lassen wir in Ruhe. Und hier fängt ja schon das Schneebärengebiet an. Das ist wunderbar. Dann klauben wir uns einfach einen Stack davon zusammen und dann geht's wieder zurück. Nur mal schauen, ob wir hier aus dem Maul kriegen von irgendwelchen garstigen Dorfbewohnern, Ruinenbewohnern. Anscheinend nicht. Alles gut. So, nehme ich mit. Was ist das? Deko-Pflanze sieht ein bisschen aus wie Tomaten. Bist du ein normaler Wolf oder Eiswolf? Du siehst normal aus. Du bist normal. So, Schneebeere, die sollten wir auch so langsam mal bei uns anbauen. Bisschen Farmgelände kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist, dankeschön. Das muss jetzt aber reichen. Wir gehen ja nicht tief in das Gebiet, sonst kriegen wir nur wieder auf die Fresse und das kann ich heute nicht verantworten. Irgendwelche komischen Geräusche hinter dem Berg. Warum denn das? Mag doch keine komischen Geräusche. Bist du ein normaler Wolf? Ja. Siehst auch noch normal genug aus. Und nimm Schaden. Nicht wie ein Profi, wie so ein Billo-Normalo-Wolf. So. Ich weiß, kalt. Kalt ist nicht gut. Da sind Schneebären, da sind Schneebären, da sind Schneebären. Es ist ja fantastisch. So, dann ziehen wir die vielleicht hier nach unten. Dann sehen wir, wie viel wir dabei haben. Und hier... Kürbisse zum Energie- und Herzchen tanken. Ist doch noch gar nicht Oktober oder September. Kürbissaison hat noch nicht offiziell begonnen. Mag ich tatsächlich überhaupt nicht Kürbis. Entweder... Oh, das ist ein anderer Wolf. Ne, nicht gut. Charlie, komm her. Irgendwie bin ich bei Kürbis echt nicht auf den Geschmack gekommen bis jetzt. Gleich wussten
Warum meine Eltern das nicht besser? Nee, du bist auch ein normaler Wolf. Wieso sahst du denn so weiß-silbrig glänzend aus? Auf jeden Fall, ich habe noch nie einen Kürbis gegessen, der mir geschmeckt hat. Passiert den Besten. Au, ich wollte doch ausweichen. Das liegt nur an meinen neuen Tastaturswitches und nicht an nicht vorhandenem Skill. Den kann ich leider nicht austauschen. So. Aber Schneebären gibt es hier in Hülle und Fülle. 17 Stück von den Eumeln. Achso, wir sehen ja auch immer links die totale Anzahl im Inventar. Dann hätte ich es gar nicht nach unten ziehen brauchen. Mensch, wenn man das nur wöchentlich für ein, zwei Stunden spielt, eher für eine, da vergisst man ja in der Woche wieder, was man davor gelernt hat. Aber so schlimm war das auch noch nie. Ich werde wohl alt, dass ich hier die ganzen Mechaniken vergesse. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade so viele Spiele nebeneinander spiele. Wer soll sich das alles merken? Jo, Wolf. Wolf gibt Fleisch. Und... da ist schon das Fleisch. Da hatte ich nicht zu viel versprochen. Noch ein Wolf. Und noch ein Fleisch. Ja, damit. Gut, Schneebären, glaub 30 reichen auch annähernd. Obwohl wir, wenn ich es richtig weiß, brauchen wir zwei für einen Shake. Da ist noch ein Wolf. Der sah wieder aggressiver aus dem Augenwinkel. Aber naja, vielleicht ist es auch so ein dazugezogener Billigwolf. Das wäre mal... Charlie, geh mal vor und schau, was der kann. Okay, wir werden es gleich gemeinsam rausfinden. Nee, ist ein normaler. Eigentlich war es ein normaler. Sonst hätte der bis jetzt mehr Spuren hinterlassen. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. So, dann nehmen wir noch die Schneebären und dann geht's wieder zurück in unser schön normal temperiertes Gebiet, wo nicht alles sich zusammenzieht, weil es so kalt ist. Her damit. Wolle braucht man, glaube ich, nicht unbedingt. Vielleicht bräuchte man die Kackhäufchen von den Schafen. Dann kann natürlich sein. Vielleicht streicheln wir die oder schauen zumindest mal nach. So, Frage. Hier Höhle, haben wir die entdeckt? Ja, das sieht richtig aus. Das kann keine andere sein. Das war ja relativ eindeutig. So, nochmal Wolf kriegt auf die Fresse. Nein, lass die Schafe in Ruhe. Nein! Leg dich mit einem in deiner Größe an. Oder mit zwei kleineren. Jo, die Schafe. Gleich mein Gesund streicheln. Ja, da freust du dich. Die Firma dankt. Und sind das eure Häufchen? Nee. Schade eigentlich. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Na, vielleicht ist es die Festung, wo wir so dermaßen versagt haben. Da müssen wir jetzt nicht hin, das wiederholt sich sonst nur. So, das Wetter klart auf, das ist fantastisch. Und so langsam bräuchten wir mal ein bisschen Nacht, damit wir mehr Knochen bekommen. Himbeeren lassen wir einfach am Strauch, das ist nicht so wichtig im Moment. Da hinten auch im besten Fall ist da eine Kiste mit nutzlosem Zeug. Da muss man nicht unbedingt hingehen. Au! Also mit dem Ausweichen habe ich es heute nicht so. Sollten wir überlegen, ob ich mir vielleicht doch mal ein neues Schild mache, das ich dann mitführe. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Dann können wir gleich noch hier ein bisschen Karte aufdecken und vor allem dem Wolf da noch in die Fresse hauen. Nehmen ordentlich Fleisch dann wieder mit. 14 Stück haben wir schon. Das ist nicht schlecht. Ja. Also Ausweichen klappt heute echt nicht. Warum? Ich weiche wahrscheinlich in die falsche Richtung aus. Irgendwie sowas wird sein. Ach, ich könnte ja auch mal was anderes als die Fackel ausrüsten. Sonst laufen wir ständig hier mit einer Lichtquelle rum. Naja. Charlie, hier oben wird gekämpft. Da bist du ja hin. Gut, da hinten ist eine Höhle. Das erkenne ich zumindest sofort. Und hier ist ein Wolf. Erkenne ich meistens auch sofort. Ja, direkt in den Wolf ausgewichen. So macht man das. Na, irgendwer, der noch aufs Maul will? Nee, anscheinend nur ich. Nee, gut, dann legt mir mal die Höhle frei. Schauen zumindest, dass er auf der Karte verzeichnet wird. Ist aber auch eine Premium-Landschaft hier, wie die jungen Leute sagen. Sieht echt fantastisch aus.
Nein, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Oh, dann wollen wir mal. Ah, stimmt, die Höhlen brauchen immer ein bisschen Laden. Dann wird der Bildschirm ganz schwarz und dann kann man sich nur selber ins Gesicht sehen. Auf einem schwarzen Monitor. Während das lädt, Wolfskrall nehme ich. Was macht hier so finstere Geräusche? Ach, Skelette hätte man ja hier auch im Überfluss. Spinnen hat man zumindest auch. Das ist schon mal sehr gut für eine Höhle. So muss das sein. Was haben wir hier drin? Schaufel. Schneebärensamen. Die braucht man doch. Ach, ich nehme die ganze Zeit das gute Schwert. Ja, das ist dämlich. Gegen einfache Gegner nimmt man auch das billige Schwert. So, Knochis. Ah, das ist ja echt keine Herausforderung hier mehr. Wir könnten ein bisschen Marmor mitnehmen oder diese Knorrenwurzeln. Probieren wir es mal mit ein paar Knorrenwurzelstäben. Hier kommen ja nicht die Stäbe raus, sondern nur die Knorrenwurzeln. Was soll's, das, was wir erreichen können, wird erreicht. Und mehr als einen Stack braucht man davon, glaube ich, nicht im Moment. So. Inventar voll, das macht aber nichts, weil eigentlich haben wir einen Stack, der wachsen sollte im Inventar. Ja, damit. Dann will ich gerade nicht runterspringen, wir könnten uns zwar hochbauen. Okay, haben wir echt noch keinen aufgehoben? Also denn das für ein Mist? So, dann erst mal ein Stück Fleisch. Also das sind jetzt 4 Stück, na gut. Was hauen wir dann weg? Vielleicht die Ranken. Obwohl, die Planke brauche ich auch nicht. So, Holz aufgesammelt. Echt? Merkwürdig. Dann war die Inventarvollmeldung wohl doch zurecht da. Na egal, wir haben es irgendwie ausbaldobert bekommen. Charlie fetzt sich wieder mit... Mit was? Mit welchem Skelett? Ach, mit so einem Rollteil. Oh, den wollte ich gar nicht einsetzen. Ist vielleicht nicht das Schlauste... diesen tollen Greifer auf die 1 zu legen. Da drücke ich nämlich auf der Tastatur oft hin, um zu schlagen. Denke ich schon gar nicht mehr nach. Sollte bei dem Spiel wahrscheinlich aber mehr nachdenken. Schaden kann das auf jeden Fall nicht. So. Davon haben wir dann 23 Stück. Dann nehmen wir noch ein bisschen Baumgehängsel mit. Kühlen Dachgehängsel. Und dann... kann es wirklich schon zurückgehen. Dann schauen wir mal, ob wir die Werkbank definitiv upgraden können. Ich glaube, danach gibt es nämlich nicht mehr so viele Upgrades dafür. Nein! Streck dich ein bisschen mehr aus dem Handgelenk. Gut, macht man das. Gut, machen wir das. So. Bevor jetzt noch was Schlimmes passiert, gehen wir wieder raus. Das nehmen wir hier natürlich noch mit. Wenn es sich an der Ecke schon so präsentiert, dann können wir auch draufhauen. Ansonsten ja Marmor irgendwann, wenn wir schönes Marmorschloss bauen, garantiert. Aber jetzt im Moment ist Inventar voll, da haben wir größere Sorgen. So, da ist ein Lagerfeuer. Vielleicht kriegen die gleich noch ein bisschen Sorgen. Was war da? Spinne. Und Wolf höre ich auch. Da ist doch einer. Komm hier. Hier haben wir auf die Fresse. Ja. Au. So viel zu nicht ausweichen können. Das hat sich bewahrheitet. So, jetzt kommen ganz viele Skelette. Und wir gehen in die Wüste hier. Das darf natürlich nicht sein. Oder könnte man inzwischen auch. Wir sind stark genug. Aber wir wollen ja Richtung Heimat. Und dann ist das eben der geschickteste Weg hier. Diesen Überlebenskompass hätte ich auch gern mit hat, der dann Markierung anzeigt. Das wäre schon irre praktisch. Ich weiß gar nicht, was dafür gefehlt hat. Wahrscheinlich auch Kupferbarren. Müssen wir mal schauen, was wir uns gerade alles leisten können. Nein, doch nicht mit dem guten Bronzeschwert, Kupferschwert. Das nur mit dem billigen Heim. Aro. So. Sprinten nicht möglich, weil ich zu fett bin. Das habe ich schon damals in der Schule rausgefunden. Haben auch meine Noten im Sportunterricht repräsentiert. Manchmal war es ganz gut, aber ich war schon immer ein bisschen gemütlicher, nimmer. Und das einfach mal freundlich so, um das Fiese nicht zu sagen. Sehr. Ganz viele Skelette und zwar gar nicht so nette. Und dann geht's so geradeaus und dann kommen wir zurück.
nur nicht ablenken lassen. Ich glaube, wir haben erstmal genügend Knochen gesammelt. Oh, da gibt's drei auf einem Haufen. Ist egal, wir müssen hier auch ein bisschen Fortschritt machen. Können uns nicht mehr mit diesen einfachen Skelettpöbel hier beschäftigen. Wofür haben wir denn Charlie? Obwohl, wenn fünf mich verfolgen, das sind doch leicht verdiente Ressourcen hier. Ja. Ja, haben wir gut gemacht. Schaut, 32 Knochen. Und hier warten die nächsten. So viel zu nicht mit dem Skelettpöbel beschäftigen. Macht hier auch Spaß, mal auf was drauf zu hauen, was nicht unbedingt so stark zurückschlägt. Noch eine Höhle direkt neben uns. Schau mal, ob wir die schon entdeckt haben. Nee. Dann gehen wir kurz rein, damit sie markiert ist. Zumindest definitiv markiert. Hier gehen wir aber direkt raus. Es sei denn, da liegt jetzt ein Klumpen Gold vor uns. Nee, nicht der Fall. Dann geht's wieder weiter. Aber ganz schön gute Orte, um hier Knorrenwurzeln abzubauen und deren Stäbe dann anzufertigen. Da ist noch ein Wolf. Der hat uns irgendwie entdeckt. Ach nee, der bettelt sich mit einem Skelett. Wenn drei sich streiten, freut sich der mit dem guten Schwert. So. Ja, damit. Und wo wohnen wir? Geradeaus. Okay, wir können auch dem Pfad hier einfach entlang gehen. Da sind... Okay, ein Wolf. Ich dachte, das wären zwei. Ah, das ist anscheinend nicht abhauen. Genau. Ein Glück habe ich mich Anfang des Jahres nochmal gegen Tetanus geimpft. Da muss ich jetzt nicht befürchten von dem Wolfbiss oder den diversen Wolfbissen heute großen Schaden davon zu tragen. Außer natürlich emotionalen Schaden, dass das jetzt so gar nicht klappt mit dem Ausweichen in 80% der Fälle. So, ich habe ja gesehen, wir können einfach hier die Straße entlang laufen. Dann sollten wir direkt ankommen. Wir können natürlich auch gleich abkürzen. Ich wollte hier nur, dass es auf der Karte dann auch schön erkundet ist. Und das ist es gleich. Und wir müssen tatsächlich nur noch in diese Richtung. Okay, was ist hier links? Das glitzert so, schimmert so weißlich. Ich würde einfach sagen, das war die Reflexion vom Mond. Na gut. Kann man nichts tun, passiert den besten Monden. So, ich lasse mal in Ruhe. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Frage ist, habe ich das mal platziert? Nee, das sieht nach Feinden aus. Charlie, komm her. Ach, bist schon da. Diesmal bist du aber positiv auf den Kampf gestimmt. Ach, du hast schon wieder kein Schwert. Was machst du mit den Dingern, dass die ständig abnutzt? So. Hi, Jungs. Bye, Jungs. Ja, mit eurem Mais kann ich gerade nichts anfangen. So. Lasst mal ein gutes Schwert fallen. Das können wir dann Charlie geben. Oh, Sprengpulver wäre auch nicht so verkehrt. Ein Pfannkuchenmonster. Na gut. Das Glas brennt. Interessant, dass das geht. Das Lagerfeuer ist weg. Na gut. Was will man machen? Manchmal verschwindet Glas halt. Vor allem, wenn man so ultra hoch erhitzt. Das ist wie bei der pasteurisierten Milch. Da funktioniert das so ähnlich. So, ich glaube, da vorne versucht schon unser Dorf irgendwie zu rendern. Find das in Minecraft auch so krass. Mit der View Distance hat man was Schönes gebaut und dann Block für Block baut sich das gefühlt vor ihm auf. Noch nie gesehen, dass sich da tatsächlich so ein Riss auftut. Was willst du jetzt, Kollege? Und dass da die Vorräte reindroppen. Was passiert hier mit meinem Universum zuerst? Aber ist ja alles gut gegangen. So, wir haben gleich mächtigen Kohldampf. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit dem letzten Patch, also das ist nur ein Gefühl, ich habe keine Ahnung, dass der Hunger ein bisschen weniger schlimm ist tatsächlich. So viel habe ich heute gar nicht nachfressen müssen im Vergleich zu sonst. Finde ich jetzt eigentlich relativ cool, wie es gerade ist. Vielleicht hat sich ja überhaupt nichts geändert und dann labere ich wieder Mist. Aber das muss auch ab und zu mal passieren. So, will mich hier jemand angreifen? Charlie, hau sie fester. Noch ein Wolf.
können doch nicht alle auf einmal angreifen. So. Einmal erfolgreich ausgewichen, dafür nicht erfolgreich geschlagen. So. Schönes Nachwuchsfleisch. Noch ein Wolf. Was ist denn gerade los mit den Wölfen hier? Ist da deren Lieblingssnack in dem Vorrat? Oder warum kommen gerade alle hierher? Inventar voll, das wusste ich schon. Weiß nicht, wie viel die noch mit hier... Die Spitzhacke könnte man eigentlich rauswerfen. Machen wir erstmal die Seide weg. 6 Dynamit, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Planken haben wir schon im Inventar. Komm mal her, Charlie, ich muss das aufnehmen. Du stehst mir nur im Weg. Planke können wir aufnehmen. Und Sprengpulver haben wir vorhin leider auch nicht genommen. Chilisamen braucht man nicht unbedingt. Chilis gibt es jetzt wirklich in Hülle und Fülle da, wo wir wohnen. Wie sieht eigentlich im Moment aus, was wir so erkundet haben? Ja, so langsam wird es. Vielleicht gehen wir mal hier nach rechts. Wird mich auch interessieren, welche Biome sich da anschließen. Dann einmal Orientierung finden und dann ab nach Hause. Wird auch Zeit. Ich habe schon wieder Heimweh. So, Schafe brauchen wir im Moment nicht beachten. Hoffentlich treffen wir noch mal ein paar freundliche Kühe. Milch braucht man auf jeden Fall. Schade, dass man die aktuell noch nicht sehen kann. Zumindest nicht so richtig. Hey, ihr seid doch die drei, die ich am Anfang gestreichelt habe. Zumindest zwei davon. Willst du noch mal Milch geben? Ja, fantastisch macht ihr das. Ich wünsche, bei mir wäre das so einfach. So. Und der dritte Kollege, keine Ahnung, wo der ist. Die zwei sollen dann erstmal reichen. Ja, ja. Du kriegst... Au! Das tut ein bisschen weh, lasst es. Noch ein Wolf. Das ist aber der letzte, den ich freiwillig erschlage heute. Ansonsten suche ich mir nicht mehr aktiv die Kämpfe mit ihnen aus. So, das ist unser Wachturm. Ist das unser Wachturm? Das muss unser Wachturm sein. Sieht cool aus. Braucht mehr Beleuchtung. Was ist das für ein Geräusch? Wieso macht der so ein Geräusch? Ist es Wind? Okay. Ist mir unbekannt. Das ist Wind. Vielleicht habe ich das Spiel heute so laut gedreht, dass ich endlich mal hier das höre. Finde ich nicht schlecht. Für die Immersion sind Windgeräusche relativ hilfreich. Also mir gefallen die. So, Charlie, du bleibst draußen. Tja. Du bewachst das Tor. So. Kistchen, achso, den Mist müssen wir hier auf jeden Fall mal kaputt machen und umlagern. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Episode. Diese Schandflecken hier tatsächlich einstampfen und was Schönes hinsetzen. Knochen, ganz viele braucht man. Ich versuche schon wieder Mist auf Mist zu stapeln, also da, wo es gar nicht hingehört. Schneebären haben wir schön viele. Knochen nehmen wir erstmal mit. Das Schwert kann eigentlich Charlie haben. Ist egal. Also erstmal Knochen in den Entsafter. Nee, Spaß, in diese Biopresse. Kompostbehälter, sage ich doch. So, Knochen, 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 Wolfskralle, Wolfskralle. Sehr schön. Da kommt auch ordentlich Dünger raus. Dann haben wir jetzt Platz im Inventar. Schwertnehmer für Charlie. Was haben wir da noch? Ach, Wolfskrallen. Noch und nöcher haben wir. Essen. Kürbisse. Schneebären. Die 8 Stück braucht man, glaube ich, erstmal nicht. Schneebärensamen tue ich ausnahmsweise mal hier in die Essenkiste. Genauso wie die Himbeersamen. Die müssen wir, wie gesagt, auch in Feldarbeitsmanier demnächst mal hier bei uns großziehen. Das können wir mal die Dorfbewohner zur Abwechslung machen. Ansonsten hatten die nämlich bis jetzt ein relativ arbeitsfreies Leben hier. Abends nur ab und zu auf Skelette klopfen und das war's. Und dann braucht man hier irgendwas, das sieht nicht so aus. Okay, die Schaufel natürlich, wenn wir farmen wollen, brauchen wir auf jeden Fall. Aber schauen wir doch erstmal, was wir für das Werkbank-Upgrade jetzt tatsächlich brauchen. Wir brauchen Kupferbarren, Obsidientafeln und Ungetümschuppen. An Obsidientafeln wird es wahrscheinlich wieder scheitern, obwohl hat es nicht gerade so gereicht.
Oder gerade so nicht gereicht. Kein Kupfer. Achso, ist fertig. Okay. Da haben wir einige. Das nehmen wir auch. Wolle. Können wir gleich hier reintun. Dann ist er schon mal aus dem Inventar draußen. Kupferbaren hätten wir genug. Ungetümschuppen haben wir auch in der Kiste. Jetzt scheitert es tatsächlich nur noch an den Obsidian-Tafeln, wenn ich das richtig sehe. Haben wir da echt keine? Was ist denn da passiert? Nee, wir müssten ein paar haben. 26 Stück! Und 25 brauchen wir. Also es hat gerade so gereicht. Dann her mit der ungetümen Schuppe und das, was ich seit 5 oder mehr Episoden drauf hinfieber. Ah, endlich. Das müssen wir genießen. Und, ja, die scheint es zu genießen. Hui! Eine epische Spitzhacke, die ist ja so schön blau. Was ist das für ein Material? Und eine Waldaxt aus Kupferbaren und Knorrenwurzelstäben. Eine mächtige Axt aus Kupfer, ist das fantastisch. Spitzhacke. Frostkieferstab. Oh, den haben wir natürlich noch nicht. Da braucht man wahrscheinlich die Waldaxt und eine Frosthöhle. Ansonsten Herztotem. Wenn du volle Kondition hast, erhältst du nach ein paar Sekunden zusätzliche Kondition. Okay, dankeschön. Kalter Schmuck erhöht den Widerstand gegen heiße Temperaturen. Davon brauchen wir auch einige. Sandungetümschuppen. Oh je, die habe ich doch nicht. Malachittafel. Und frostiger Panzer habe ich auch noch nicht. Dann müssen wir uns wahrscheinlich hier diesen billigen kalten Schmuck machen. Den können wir uns zumindest leisten. Ansonsten Reflexion können wir wahrscheinlich immer noch nicht. Glücksbringer des inneren Feuers. Das brauchen wir, wenn wir wieder in so eine Schneehöhle gehen. Herztotem würde ich ganz gern machen. Aber drei Ungetümschuppen. Uiuiui. Da müssen wir aber mal so einen Kampf gegen die gewinnen. Ansonsten die Wolfskrallen nehme ich hier. Die kommen auch in den Komposter. Granit nehme ich auch mal. Holz nehme ich auch mal. Dann ist das hier schon ein bisschen wieder sortiert. Knochen. Da ist, glaube ich, unser letzter Stapel. Aber nehmen wir trotzdem auch. Knochenwurz. Nee. C-Holzstäbe, das ist klar. Dann machen wir doch Knochenwurzelstäbe. Alles nehmen. Ja, Planken braucht man theoretisch auch. Ist egal. Erstmal hier Knochenwurzelstab. Rezept ändern. Ja, ich bin mir sicher. Tja, diesmal klappt doch alles. So viel wie mir erlaubt ist. Oh, das geht tatsächlich. Ganzer Stack rein. So, wunderbar. Da hinten wird gemacht, was genau? C-Holz, denke ich mal. Können wir auch mitnehmen. Und dann machen wir hier doch einfach noch ein paar gewöhnliche Holzstäbe. Ja, ich glaube so 25 Stück reichen erstmal. Und die Waldaxt können wir direkt machen. Die brauchen nur einen Knorrenwurzelstab. Haben wir zum Glück hier direkt in der Produktion. Und her damit. Ah, sieht die cool aus. Die muss man natürlich, wenn es geht, noch irgendwie verzaubern. Die macht 7 Schaden. Fast so gut wie das Langschwert oder genauso gut wie das Langschwert. Aber das Langschwert ist natürlich verzaubert. Und die dürfte man jetzt nicht auf jeden x-beliebigen Baum rauflassen. Aber da hinten ist doch einer. Den hauen wir noch ordentlich auf die Fresse. Und dann schauen wir, was wir beim nächsten Mal so angehen werden. Auf jeden Fall die 2 Gebäude da mal abreißen, wenn wir genügend Truhenplatz haben. Das schauen wir uns gleich an, was so eine ganz coole Truhe kosten wird. Dann müssen wir die natürlich in ein Gebäude unserer Wahl verlegen oder ein neues Gebäude erstellen. Bevor wir das machen, irgendwann sollte man die Festungsmauer auch mal rumziehen. Ist gerade so praktisch, dass man von den Seiten rauskommt. Man sieht ja, was es werden soll. So, dann schauen wir hier mal bei Möbel. Lager. Nein, riesige Truhe. Das ist so teuer. Da müssen wir auf jeden Fall Obsidian-Tafeln holen gehen und noch mehr Kupfer, also Brightcore. Kupfererz haben wir genug. Und dann machen wir das doch beim nächsten Mal als erstes. Dafür können wir Schneebären-Shakes machen. Und dann können wir diese riesigen Truhen vielleicht in dem Haus hier stationieren. So, haben wir Treppen, leicht zugängliche
Treppen, dankeschön. Ich finde es echt schade, dass ich noch nicht rausgefunden habe, wie die nach unten snappen. Also ich würde gern, ich würde sie nicht anstupsen. Ich will sie nicht anstupsen. Ja, das ist falsch. Ausrichtungsmodus halten. Ja, doch so. Das war gerade richtig. Ja! Genau so sollte es aussehen. Warum nicht gleich so? Komm und bitte noch eine daneben. Wieso ist das so schwierig? Ich will einfach hier nicht... konnten Geländer ranmachen, aber ich dachte echt, wir können die jetzt einfach an die andere snappen. Da müssen sie den Baumodus noch ein bisschen verbessern. Ah, ich habe nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Das ist hier irre. Ah, ich habe... Okay, es klappt. Es klappt irgendwie. Ja, vielleicht ist es nur Übungssache. So, das sieht doch annähernd okay aus. Wir hätten wahrscheinlich direkt im Eck anfangen sollen und dann hinziehen. Jetzt sieht das ein bisschen doof aus. Vielleicht stellen wir da eine Pflanze hin. Aber wenigstens können wir jetzt ohne Probleme hier rein. Das gefällt mir, dass wir es können. Und das sieht doch perfekt aus für unser Lagerraum. Kann natürlich auch sein, dass wir ein zweistöckiges brauchen. Und irgendwie müssen wir die Betten auch verschieben. Na, dafür haben wir hier ja dieses große Anwesen gebaut. Sollen die Leute doch lieber da drin wohnen. Können ja hier ein schönes Gemeinschaftsding machen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, wisst mal, was zu tun ist. Material holen für große Truhen. Truhen umziehen. Und unsere Dorfbewohner ein bisschen verlegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.